Ich bin ja schon live. Oh, hi, ho und willkommen zu meinem Video. Entschuldigt, ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil bald ist bei uns Lärm und dann, also meistens gibt es bei uns in der Gegend ein Feuerwerk und dann kann ich nicht mehr reden. Oder auch allgemein zur Zeit ist es ja bei mir so, dass ich die Zeit, wenn ich reden kann, nutzen muss. Und deswegen, ich bin gerade dabei, 6 Videos vorzuproduzieren und habe jetzt einfach mal für die Liste, mache hier eine Liste, welches Video und welche Reihenfolge. Gut, ich habe euch beim letzten Video erzählt, dass ich eine Zahnarztgeschichte habe und dass ich, und in dem Zuge habe ich gleich 3 neue Diagnosen bekommen. Ich nehme alles mit, was geht. Also schön. Fangen wir an. Also am 20. Juni, das ist schon eine ganze Weile her bei mir, weil wir haben heute den 9.7. Und ich muss sagen, ich bin trotzdem immer noch ein Nervenfrack diesbezüglich. Also ja, aber auf jeden Fall war es so, am 20.07. hatte ich Zahnarzt. Wie jedes Mal habe ich erstmal mir Beruhigungsmittel geben lassen müssen. Ich habe diesmal 4 Tage vorher, weil ich gesagt habe, das letzte Mal 3 Tage vorher hat nicht gewirkt und ich war trotzdem angespannt. Und ja, und ich möchte jetzt gerne wirklich, dass ich dann beruhigt hingehen kann. Also habe ich die 4 Tage davor meine Beruhigungstabletten genommen. Ich war vorbereitet, ich bin zum Arzt rein. Und der Arzt hat mir gesagt, wie immer, also alles sei wunderbar, sei wunderschön aus, ich hätte gute Zähne. Dann hat er gemeint, ja, er müsste da noch so eine Untersuchung machen. Und dann hat er so, au, gemacht. Ich hasse es, wenn Ärzte, au, machen. Es ist so, ich hasse es, weil dann weiß ich genau, jetzt ist alles im Arsch. Dann hat er zu mir gesagt, ja, er würde gerne ein Röntgenbild machen von meinem Kiefer. Und dann bin ich zu der Röntgenmaschine und habe schon zu der Mitarbeiterin gesagt, also Röntgen bringt mir nie Glück. Dann hat sie so gemeint, ach, so schlimm kann es doch nicht und überhaupt und das muss ja nicht unbedingt was heißen. Und dann war ich geröntgt, dann sind wir wieder zurück in den Behandlungsraum und dann ist der Zahnarzt reingekommen. Entschuldigt, falls ich anfange loszuheulen, wie gesagt, ich bin diesbezüglich echt immer noch etwas empfindlich. Und auf jeden Fall war es dann so, also ich habe ja zurzeit einfach gerade extrem viel mit Trauma zu tun, weil mein Trauma gerade dauergetriggert wird. Und das ist einfach, ich bin einfach gerade sehr dünnhäutig und sehr empfindlich. Und ja, und auf jeden Fall sagt er mir dann so, ja, ich hätte Parodontose. Und dann war ich so, okay, ja. Und dann war ich so, okay, ja, okay, das ist jetzt eine Diagnose. Dann hat er mir erklärt, ja, ich hätte 3 mm Taschen und dann müsste man das jetzt dann reinigen und dafür müsste man einspritzen. Und dann würde das am einen Tag, an 2 Tagen müsste man das machen und es wären jeweils immer bisschen mehr als eine halbe Stunde und dann müsste man das so machen und dann wäre das wichtig und sonst und überhaupt und man kann es nicht behandeln und das ist so wichtig und ich weiß gar nicht mehr genau, was er danach gesagt hat. Also nach Einspritzen ist bei mir schon so, da waren die Schotten runter. Ich hab eine Spritzenangst, dass alles zu spät ist. Ich habe eine Spritzenphobie. Und als der zu mir gesagt hat, dann muss man das einspritzen, da ist bei mir schon alles, also wirklich, da ist schon mein ganzes Leben ist vom inneren Auge kurz abgelaufen gefühlt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, wo ich bin. Ich habe dann gesagt, ich will gar nichts, also kann man das unter Vollnarkose machen? Und dann er so, ja, also nee, im Moment noch nicht, er müsste erst einen Kollegen suchen und der so, blablabla. Ich weiß wirklich nicht genau, was der gesagt hat, es tut mir auch leid, aber es war halt wirklich für mich in dem Moment viel zu viele Infos. Und dann war es so, dass ich dann gesagt habe, ja gut, dann will ich warten, bis da irgendwie was ist und dann machen wir jetzt gar nichts und überhaupt und dann bin ich vom Schragen gesprungen. Ich bin wieder mal vom Ärzteschragen gesprungen und dann bin ich in der Nähe von dem, also mein Zahnarzt ist in der Nähe von einem Wohnhaus, also Wohnhäuserblock und da bin ich dann halt so schnell ich konnte, bin ich erstmal weggelaufen, dann bin ich kurz auf einer Treppe gesessen und habe so
Und ja, weil eben so wie gesagt, also es hat mir voll Panik gemacht. Dann bin ich wieder noch mal ein Stück Richtung Auto gelaufen, wo dann bin dann in der Einfahrt von irgendeiner Familie gestanden, die da sind dann auch gerade heimgekommen, habe ich die nett noch glatt angelächelt und habe da einfach bin da gestanden und habe gewartet und dann habe ich irgendwann meine Mom gesehen und dann sind wir eingestiegen ins Auto und da habe ich zu meiner Mom gesagt, ich muss jetzt zu meinem Therapeuten, ich muss jetzt zu meinem Therapeuten, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich, Mama, ich muss zu meinem Therapeuten, ich ertrag's nicht mehr. Und entschuldigt. Also ich habe die volle Panikattacke bekommen und ich war wirklich völlig hinüber. Ich war sowas von hinüber. Ich war mit Nerven, mit meiner Psyche, mit allem völlig hinüber erstmal. Und dann hat meine Mom halt, ich war so kurz davor, mich dissoziativ wegzubeamen. Also ich war sehr kurz davor. Ich glaube, ich habe mich auch mehrfach so kurze Momente weggebeamt. Und ja, auf jeden Fall, das hat mich ultra getriggert in dem Moment. Also wirklich, ich war sowas von getriggert. Ja, und dann war es so, dass meine Mom im Auto gesagt hat, ja, also ich wäre ja kurz davor, mich wegzubeamen, ob es überhaupt Sinn macht, jetzt zum Arzt zu gehen. Da habe ich so gesagt, Mama, ich muss zu meinem Arzt, ich muss jetzt, ich brauche jetzt irgendwas, was mich beruhigt, was mir hilft, was auch immer. Und ich weiß, wir haben es nicht zu Hause. Und jetzt, da hilft kein Globuli, da hilft keine Bachblüten, ich brauche jetzt Chemie. Ich brauche eine Chemiekeule, sonst schaffe ich es nicht mehr. Ja, und dann sind wir zu meinem Arzt, der dann auch zum Glück wirklich noch offen hatte. Ich war, ey, das war so ein Glück. Und dann sind wir da hingegangen. Sekunde. Ich bin gerade am Videodreh und erzähle gerade von der Geschichte von meiner Parodontose und wie ich danach die Panikattacke. It wirklich. Ja, aber das erzähle ich dir gleich dann. Hab dich lieb, Mami. Ciao. So, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte dann Glück, dass dann auch noch mein Therapeut da war, also dass die Praxis noch offen war. Und dann sind wir rein und dann war da die Arzthelferin und die war so voll so, na, was wollt ihr jetzt? Also so von Tonart, was wollen die jetzt noch? Ich will doch jetzt Feierabend machen. Dann hat meine Mom gesagt, wir bräuchten, falls mein Arzt da ist, wir bräuchten den jetzt, weil ich in einer akuten Panikattacke bin. Und ich habe dann auch angefangen zu hyperventilieren vor der und dann hat sie gesagt, okay, ja, wir sollen im Wartezimmer warten. Dann war ich da im Wartezimmer und ich habe auch mehrfach hyperventiliert. Ich habe auch, was wirklich extrem selten mir passiert, ich habe auch öffentlich angefangen loszuheulen. Also ich glaube, ich habe auf mein ganzes Leben dreimal öffentlich geweint und das war dann wirklich schon das dritte Mal. Und also ich war wirklich mit meinen Nerven am absoluten Anschlag. Ja, und dann war da noch eine Frau im Wartezimmer, die war voll nett so und hat auch mit uns geredet. Und ich habe so gesagt, Mama, ich brauche ein Taschentuch. Und Mama hatte keins. Und dann hat die Frau in ihrer Tasche gesucht und hat mir dann noch ein Taschentuch gereicht. Und es war wirklich war voll nett von der. Und dann ist mein Arzt reingekommen ins Wartezimmer und hat mich gesehen. Und dann war der hat nichts gesagt, er hat einfach nur gedeutet. Da, folgt mir. Und hat dann aber auch die Dame mitgenommen, weil die hat er dann gleich behandelt und hat mich und meine Mom dann in einen ruhigen Raum gesetzt, wo ich einfach nur gesessen bin. Und dann habe ich mit meiner Mom drüber geredet, was heißt denn überhaupt dieses Parodontose? Was heißt die Diagnose denn überhaupt und was hat es damit auf sich? Und dann hat meine Mom halt mir das so erklärt, ja, sie hätte die Diagnose auch schon bekommen und sie fände die Idee, dass ich diese Reinigung vom Zahnfleisch mache, keine gute Idee. Und ich sollte das doch einfach, ich soll es lassen, ich soll es so, wie es ist, lassen und dann nichts machen erstmal.
Und ja, dann haben wir halt da noch geredet und dann musste meine Mama pinkeln und dann war ich dann, habe ich gesagt, geh, geh, Mama, es ist wirklich. Und dann ist mein Arzt gerade reingekommen und hat, also kurz, also meine Mama war schon ein bisschen weg, dann ist mein Arzt reingekommen und hat gefragt, was ich voll lustig fand, ob ich einen kleinen Spaziergang machen möchte mit ihm und zwar zu seinem Behandlungszimmer. Und dann hat er mich halt mitgenommen und dann ist meine Mom gerade auch aus dem Bad rausgekommen und dann ist sie mit auch mitgegangen und dann hat er halt hatte was ich was ist wirklich, also es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einer Panikattacke und meinem Problem Traumaproblematiken zu meinem Ar also zum Arzt gegangen bin. Bisher meine Ärzte habe ich zwar immer erzählt, ich habe da Probleme, aber die haben das bisher alle noch nie miterlebt. Und er war der erste Arzt, bei dem ich so ein tiefes Vertrauen habe, dass ich wirklich in dem Moment gewusst habe, dass wenn ich jetzt zu ihm gehe, dass ich dann wirklich Hilfe bekomme. Und dann war ich auf jeden Fall da und hat er gesagt, ja, ob er meinen Blutdruck messen darf. Und es war nicht, ich fand allein, dass er das fragt, war schon unglaublich, weil viele Ärzte hätten dann einfach gesagt, wir messen jetzt den Blutdruck oder so. Und er war einfach so, er ist einfach einer von den Ärzten, die wirklich auf dich Acht geben und wie es dir gerade geht. Ja, und dann habe ich halt Blutdruck gemessen, hat er gesagt, ja, mein Blutdruck und mein Herzschlag wären etwas sehr erhöht und okay, ja. Dann hat er gesagt, ja, also wie, was denn war? Und dann hat meine Mom, ich habe es nicht zusammenbekommen und ich war vollkommen. Meine Mom halt einfach nicht nur das, sondern auch, wie es die letzten Wochen, Monate war, hat sie einfach dann mal erzählt. Oh, ist das süß, wie Leo frisst. Ich liebe dieses, wenn er frisst, das liebe ich volle Kanne. Entschuldigt. Ja, na, habe ich halt auch erzählt, dass ich zurzeit nachts fast nicht schlafen kann. Das ist das und wie es einfach gerade ist und so. Hat er gesagt, ja, okay, und hat gesagt, ja, er hätte da was und würde gerne, ob ich also er hätte Tabletten und ob ich die nehmen würde. Habe ich so gesagt, ja, ich nehme alles, weil ich einfach in dem Moment so. Und dann habe ich diese neuen Tabletten bekommen. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz mich aufrichten. Und hat dann, bin ich dann, habe ich zu meiner Mom gesagt, ja, gehen wir direkt zum Apotheke und holen die. Und dann sind wir zur Apotheke, haben die Tabletten direkt geholt und ich habe die dann auch an dem Abend das erste Mal genommen. Ich nehme die jetzt auch schon eine ganze Weile, jeden Abend, immer eine halbe. Und ich muss sagen, die helfen mir tatsächlich. Also ich bin wirklich so ein bisschen stabiler geworden. Ja. Und dann war es so, dass ich zu meiner Mom noch gesagt habe an dem Tag, ich habe Hunger, aber wir haben beide nicht die Nerven zum Kochen. Lass uns ganz kurz bei einer Pizzeria vorbei und eine Pizza holen. Habe ich auch meinen Papa angerufen, ob er auch noch was will. Dann hat mein Papa auch gesagt, ja, also er nimmt auch was. Und dann haben wir auf jeden Fall Essen geholt und haben dann auch gegessen. Ja, und dann war es das dann erstmal. Und ja, und dann halt 4 Tage später hatte meine Mom eine Zahnreinigung und ich war wirklich, ich bin noch sowas von unstabil gewesen oder wie ich immer so gerne sage, ich war damn unstable. Und meine Mom war so zu meiner Oma, weil meine Oma wollte mir Tipps geben, wie man da putzt, damit es dann sauberer wird und so und überhaupt und sowieso. Und hat meine Mom zu ihr gesagt, ja, nee, lass das mal, also lass die Geschichte, lass es, weil das macht es jetzt gerade eher schlimmer. Und dann kommt meine Mutter zu mir hoch und fängt an zu plaudern. Ja, der Zahnarzt hat so ein schlechtes Gewissen, der fühlt sich so schlecht, weil wegen dem. Und die Zahnarzthelferin hat gesagt, ich soll doch wegen einer professionellen Zahnreinigung mal nochmal zu ihnen kommen und überhaupt. Und hat dann angefangen mit einem Schwall und hat geschwallt und geschwallt. Und ich war irgendwann, war ich wirklich so an einem Punkt, wo ich sehr gesagt habe, Mama, hör auf, 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 ich kann es nicht. Dann habe ich wieder angefangen zu hyperventilieren und dann bin ich in mein Bett, weil ich gemerkt habe, dass meine Beine gewackelt haben und alles gezittert hat nur noch.
Und dann muss ich mich wohl tatsächlich dann in eine Dissoziation begeben haben, weil dann war ich, danach habe ich dann einen Filmriss und ich muss so ungefähr 2 Stunden weg gewesen sein. Und ja, meine Mom war dann so, ja, da fühle ich mich jetzt aber auch nicht so schuldig, weil das, du warst ja eh schon instabil. Und ich muss zugeben, und das erzähle ich jetzt euch, weil ich weiß, dass ihr das nicht weitererzählt, aber ich finde schon, sie war schuld. Sorry, aber in dem Moment einfach mal das Maul halten, hätte da wäre da besser gewesen. Ja, dann an den nächsten Tag, also die Tage darauf, war sie mit einer Tante von mir zusammen und die hat dann, und dann ist irgendwie das Thema darauf gekommen und dann hat meine Tante mir hat erzählt, ja gut, sie hätte das auch schon seit Jahren, aber diese Zahnreinigungsgeschichte, die hätte sie einmal gemacht und das wäre für sie so unangenehm gewesen und dann hätte sie mit einem anderen Zahnarzt darüber gesprochen und der hätte ihr empfohlen, sie soll Meridol-Zahn nehmen für die Zahnhälse und halt, weil sie auch sehr enge Zahnzwischenräume hat, soll sie es mit einem Wasserstrahl Reiniger-Dingens da machen. Sonic Care, irgendwas, Sonny oder wie auch immer. Auf jeden Fall wurde mir dann empfohlen, dass ich das doch machen soll. Und da habe ich im Internet geguckt und habe gesehen, das kostet 100 Euro. Und das war mir dann doch etwas zu teuer, was lustig ist, weil für eine Festplatte gebe ich fast das Doppelte aus. Also für meine Zahnhygiene nicht, aber gut, so bin ich halt. Und dann habe ich auf jeden Fall die, war es dann so, dass ich dann halt zufälligerweise die ein paar Tage später, stimmt nicht. Meine Tante, das war dann am Tag nach dem Zahnarzt. Entschuldigt, das habe ich jetzt zeitlich verpeilt. Also am Tag nach dem Zahnarzt, genau. Und nach dem Zahnarzt war es dann so, da haben meine Mama und meine Tante drüber gesprochen und dann habe ich das gesucht und dann einen Tag bevor meine Mom beim Zahnarzt, also am 23. war ich dann beim DM und habe da dann so ein Gerät gefunden und das habe ich mir jetzt auch gekauft, habe es jetzt geputzt und werde es dann jetzt mal irgendwann die Tage mal zum ersten Mal ausprobieren. Ich denke heute oder so. Also mal sehen. Ja, auf jeden Fall war das nicht einfach. Es war echt nicht einfach. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht oder ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.